Hallo und herzlich willkommen wieder mal bei The Mobile Broadway. Heute werde ich durch Stuttgart cruisen und ich habe die geilste Begleitung ever eingeladen. Ja, sie ist so lustig. Wir haben uns jetzt eben schon im Café getroffen. Sie macht Schlager. Sie macht ihr eigenes Ding. Ich spreche von Lena Laval. Erstmal. Hi. Cool, dass ich dabei sein darf. Ich finde es auch mega. Schneide ich gleich schon mal an. Kommst du aus Stuttgart oder wo bist du her? Ich komme eine Stunde weg von Stuttgart ungefähr, so ein kleines Dorf. Sulz am Neckar nennt sich das. Wie? Sulz am Neckar. Kennst du es? Nee. Okay. Mach nichts. Wäre auch komisch gewesen. Das stimmt. Ja, das ist das Wichtigste. Du bist wahrscheinlich die wichtigste Persönlichkeit aus Sulz am Neckar. Wir waren ja eben auch schon zusammen in der Tiefgarage. Also wir mussten uns erstmal hier akklimatisieren. Ja, wir haben uns schon mal vorher kurz kennengelernt, muss ich ja zugeben. Ich kann ja nicht einfach sagen, komm rein. Ne? Mal kurz Hallöchen. Zeig doch mal, was du dabei hast. Ich habe Auftrittsklamotten dabei. Auftrittsklamotten? Was ich so auf der Bühne trage. Weil, ich muss euch gleich mal verraten, während sie ihre Auftrittsklamotten sucht, ja. Ich wollte schon immer mal eine Prinzessin im Auto haben. Ah! Und sie ist auch noch Prinzessin. Die Krone habe ich auch dabei. Die Krone ist auch dabei. Ja, Lass gleich mal die Krone auf. Ja, mach ich. Und zieh dein Kostüm an. Ich zieh. Was hat sie denn da? Glitzer? Zieh mich immer aus. Glitzer, was ist das? Aha. Das ist mein Glitzer. Hast du deine? Ich habe nicht gesagt, das gehört dazu, weißt du? Das ist ein Ledergürtel. Genau. Der wird so umgeschnallt. Leute, wollt ihr, dass ihr das mal anzieht? Ach. Ja, guck mal, 2000 Meter. Vor laufender Kamera mache ich das jetzt. Nee, erstmal die Krone. Wie kommst du der Krone? Wie es zu der Krone kam, ich war beim Branchentreff bei Uwe Hübner in Düsseldorf. Und muss man erwähnen, ne? Genau, muss man erwähnen. Wurde dort vorgestellt als interessante Newcomerin. Ich habe mich ganz arg gefreut. Und da war jemand im Publikum, ein Songwriter, der Clue Simon heißt der. Und der hat mich dann vorgestellt und hat gesagt, ey, das wäre so cool, wenn sie die neue Stuttgarter Stadtprinzessin wäre. Viel, viel wichtiger. Du bist Schlagersängerin, ja? Ja. Du hast mal irgendwie so eine Banklehre gemacht und hast dann gesagt, nein, ich will Schlagersängerin werden. Und hast alles auf eine Karte gesetzt. Mutig. Gerade deswegen habe ich gedacht, die muss hierher kommen. Na, ich finde, man muss mutig sein im Leben. Also ich meine, wenn man hat nur ein Leben. Ich weiß ja auch nicht, wie lang mein Leben dauert. Dann hast du gesagt, los geht's. Und dann hast du gleich auch gleich noch die passenden Produzenten gefunden, Songwriter. Ja, die habe ich zuerst gefunden, bevor ich dann gestartet habe. Also hast du das vorher ich habe diese Firma und mein Label dann gegründet, als natürlich das Team schon stand. Ich habe jetzt nicht ins Blaue einfach mal eine GmbH gegründet, Investoren gesucht, ohne was zu haben. Also der Plan stand vorher genau. Und dann habe ich im Nachhinein Investoren gesucht und sie ist alles aufgebaut. 28 Jahre alt. Ja. Aber sie ist aus wie 22. Muss ich sagen. Danke. Ja, ganz offiziell parken wir jetzt und dann machen wir einen geilen Song von dir, ja? Mhm. Und dann können alle draußen den Lena-Dance machen. Oh ja. Hast du sie gesagt, von was handelt der Song? Der Song ist eigentlich von einem Mann, der schon vergeben ist, in den ich mich verliebe oder er sich auch in mich, wie auch immer. Aber gibt es nicht im echten Leben so? Hast du nicht gemacht, oder? Ich habe das nicht gemacht, aber es gibt es wahrscheinlich schon im echten Leben. Ich möchte Songs aus dem echten Leben. Ja. Also so wie das Leben spielt, so wie die Liebe auch manchmal spielt. Die Liebe ist nicht immer... Ja. Mit Tanz jetzt, ja? Ja. Lena Wall bei der Mobile Broadway. Das ist auf der Bühne ein bisschen anders. Ja, ich weiß. Wir können ein bisschen... Nur noch eine Nacht. Ich warte auf dich. Ja, sie hat nur Fehler. Sag dich zu dir. Nur noch eine Nacht, aber mehr geht ja nicht, das wissen wir. Lena Laval! Du musst entscheiden, was du willst, ist doch klar. Denn eine von beiden, das bin ich, doch sie ist noch da. Wir uns hier treffen und dass ich dich liebe, hast du uns ihr gesagt. Schluss, sagte ich zu dir, was das mit dir macht, dein verlogener Kuss, das ist meine Lieblingsstelle, nicht mehr mit mir. Verlogener Kuss? Oh, yeah! Hast du es ihr gesagt? Ja, alle, die da draußen das vielleicht mal tun sollten, ne? Dann solltet ihr es ihr immer sagen. Ja, immer. Egal, was danach passiert, ne? Total egal.
So, du machst auch gerne mal ein bisschen Sport, oder? Ja. Und Styling. Sport und Styling? Nee, ja. Nicht. Bringst du es zusammen oder Sport machst du ohne? Sport mache ich ohne oder? Styling, ja. Also ganz normal, ne? Also wenn ich sowieso normal. Schon geschminkt bin an dem Tag, dann schminke ich mich jetzt nicht extra ab, um Sport zu machen. Dann bleibe ich schon geschminkt, aber ich schminke mich nicht für den Sport. Kann ich die Krone eigentlich wieder abnehmen, wenn ja, ich stich mir so ein bisschen in den Kopf? Ja, darf ich die mal aufsetzen? Oh ja, gerne. Moment, ich mach mal kurz. Oh, ist die schwer? Ist die echt? Ja. Ich wollte immer mal eine Prinzessin sein. Wow. Hey, I'm the queen of Mobile cool. Broadway. Ja. Yeah. Ich wollte auch mal die Queen sein. Das ist toll mit dir, echt, freut mich. Was hat dein Köfferchen denn noch so alles zu bieten? Also mein Köfferchen, wie gesagt, einmal hier den Glitzerfummel mit Ledergürtel. Das zieh mal gleich mal an. Glitzerfummel mit Ledergürtel. Ja, und dann jetzt wird es ein bisschen heiß. Oh, oh, sag mal, ist dein Lieblingsoutfit? Ein Hauch von nichts. Ich habe nicht ein Lieblingsoutfit, ich mag also, alle gleich. Was ist das, doch Unterwäsche, oder? Das ist also, was sozusagen, ich, darüber sprechen Leute, wir also das ist doch jetzt, das zieht man doch nicht an, oder? Also, das ist ja nur, doch, man zieht es an, ja. Man zieht es an hier mit so einem Tüllrock. Ah. Leute, genau. Also. Sieht man gar nicht richtig schön jetzt. Ihr müsst auf ihre Konzerte kommen. Ja, dann seht da ihr die ganze. Wir machen das so. Nein, die dürfen das, wir ziehen das hier nicht an. Die müssen aufs Konzert kommen. Und so dann, genau. Wir's. Ihr müsst das Album kaufen, weil da hat sie nämlich auch. Auf der Single, oder? Auf dem Cover, ne? Hast du das Oberteil an? Yes. Mensch, ist die Frau vorbereitet. Die ist ja fast so gut vorbereitet wie ich. Ja, yeah, Lena, ich finde dieses Oberteil mega und ich habe nicht gewusst, dass sie das heute anziehen wird und ich bin wirklich happy, dass sie es angezogen hat. Die schenke ich dir, Nadja, die lasse ich dir gerne da. Können wir noch einen verlosen auch für... Aber gerne. Ja, wir verlosen eine. Wir verlosen eine. Du schreibst nachher deinen Namen drauf. Mach ich. Du schreibst auch für den Gewinner. Oder nee, wir warten, bis er gewonnen hat und dann schreibst du den Namen drauf. Aber welchen Song ich unbedingt für die singen wollte, kurz mal nur. Ja. Ich weiß den Text nicht so genau. Lena, du hast es oft nicht leicht... So, ja, wir haben jetzt noch eine Kamera rausgeholt. Wir haben ja gedacht, wir machen mal so echt GoPro noch hier. Weil sie heißt ja GoPro, nicht Kleb an der Scheibe Pro, oder? So, Leute, ihr könnt ja mal gucken, wie es hier drin aussieht. Wie es in echt aussieht. La, schön sieht aus. Da ist am allerschönsten. Das ist immer eine Klamottenauswahl. Aber Lena hat sich dafür entschieden, dass ich das hier heute anziehe. Ich hatte das eh eigentlich vor. Also welches Lied machen wir jetzt? Du unterschätzt mich. Dass ich keinen Schritt ohne dich gehe. Dass sich meine Welt nur um dich dreht. Dass ich ohne dich nichts mehr verstehe. Doch hey, glaubst du das denn wirklich? Schau mich noch einmal an, bevor du mein eigener Text. Ich bin noch so aufgeregt mit dir. Ja. Und jetzt der Refrain. Und dann scheint wieder die Sonne wie eh und je. Und die Welt wird sich wie immer weiter drehen. Warum glaubst du, dass ich mich wegen dir verliere? Ich denke, hey, du unterschätzt mich. Alles vorbei und ich bin wieder frei. Kann wieder atmen und bin wieder bereit. Warum denkst du, dass mich das irgendwie mitnimmt? Ich denke, hey, du unterschätzt mich. Du unterschätzt mich. Yes. I'm your fan. I'm already your fan. Oh, danke. Yeah. Ich bin auch dein Fan. Echt? Ja, vom Broadway. Oh, vom Broadway. Ja, so eine geile Idee. So geil, dass du das nach Deutschland gebracht hast. Ja, gell? Absolut. Oh, rette mich. Lena, rette mich. Lena! Ja, weißt du, was ich jeden Abend habe? Jetzt bist du auch hier. Jeden Abend spielst du Prinzessin. Das mache ich ab jetzt auch. Jeden Abend habe ich hier meine Haare drin und schreie. So. Sorry. Ich glaube, ich muss eins rausreißen. Ein Haar? Okay, ein Haar. Reiß es raus. Mach schnell. Schnell. Du tust so, als ob ich es nicht mitbekommen würde. Ich kann es. Reiß raus! Nee, ich trau mich raus. Warte mal. Oh, shit. Also, Lena, ich habe überlegt. Ja. Ich habe das Auto vergessen zu waschen von außen. Mhm. Wir fahren jetzt mal durch die Waschanlage. Ich wollte mal wissen, wie das ist, wenn man ein Interview in der Waschanlage führt. Ich würde es auch gerne mal mit Wollen der testen. Mal machen? Wir machen das mal. Das erste Mal in der Waschanlage mit Mobile Broadway. Mhm. So, okay. Langsam, bis es rot wird. So, stopp. Ich stelle mich echt zu an, als ob ich noch nie... Bitte. Auf N stellen. Auf N. Bremse loslassen. Achso, Bremse loslassen? Okay. Und keine Handbremse. So, jetzt passt. Fenster zu. Was ist das? Die Ober-Hochdruckvorwäsche. Aber warum habe ich jetzt den Pieper drin von... Jetzt können wir ein Bild machen. Wir zwei in der Waschanlage. Wir haben den... Also ich genieße es gerade voll. Okay. Ich meine, mein Parksensor ist die ganze Zeit an. Ach, deshalb. Aber warum? Ja, weil das so nahe ist. So, oh, ist cool. Erstmal ein Schnaps. We were at the car wash. Wow, wow, wow.
at the car wash, yeah. Ich habe keine Ahnung. Lena. Bitte. So, jetzt haben wir die Waschanlage mal geschafft. Jetzt haben wir noch einen spontanen Gast, den holen wir jetzt ab. Ja. Wo ist er? Hier ist er. Ich mach mal so. So, mal gucken, wer einsteigt. Ich weiß es ja noch nicht. Hallo. Aha. Daniel. Hey, Lena. Hi. Hi, Daniel. Ja, ich wollte euch jetzt mal überraschen. Wir gehen jetzt Sushi, oder? Keine Ahnung. Wir gehen jetzt Sushi essen. Wie? Du hast gesagt, wir gehen jetzt was essen. Ja, ich musste euch hier so ein bisschen verarschen, damit ihr alle ins Auto kommt. Das ist mein Songwriter. Der hat die erste Single geschrieben, ich will nur spielen. Ja, was hast du schon komponiert? Zeige ich dir. Hast du das? Also, ja, ich will nur spielen. Ich will nur spielen? Ja, Lena. Meine erste Single. Ja. Ah, lass mal laufen. Das? Yes. Das hast du geschrieben. Ah, wenn ich jetzt fahre. Und wir fahren, du musst die anschnallen. Und dann mach mal Choreo oder sowas wieder, oder? Hey, du kannst du den Text auch? Ja, klar. Deinen eigenen Text? Ja. Achso, der muss ja können, ne? Naja, will ich jetzt mal... Ich hab zurück... Staub. Wo ist der Staub? Staub. Ich kenne mich hier aber nicht aus. Einbahnstraße, muss gerade am Fahren. Nach 3-4 Wochen, das war viel zu früh. Hey, was sollte das? Ich habe es erst nicht gewollt. Hey, yeah. Und jetzt Choreo, ne? Und jetzt fahre ich in die Sonne. Ja, in die Sonne. Schmeiß den Ring zum Fenster raus. Ich will nur spielen und ich will wieso hast du überhaupt für einen No-Name-Newcomer wie mich geschrieben? Lena übernimmt. Das ist relativ schnell gesagt, weil du natürlich genauso wie du hier jemanden aus dem Nichts in ein fremdes Auto lockst. Cool. Die will es schaffen. Geil. Die das gibt ist Gas super. Und vor allem ja. Da steckt was dahinter, nicht nur große Klappe, sondern die Lena arbeitet richtig hart für die Geschichte. Daniel, es war schön, wir haben leider nicht mehr so viel Zeit jetzt. Okay. Das muss ich ständig immer wieder sagen, so bei den Interviews, deswegen raus mit dir. Tschüss. Okay, tschüss. Ciao. Mach's gut. Da geht's raus. Ja. Was ist jetzt mit meinem Sushi eigentlich? Ja, achso. Nee, du kannst doch nicht. Tschüss, Daniel. Danke, war schön Daniel. Mit dir. Ciao. Anschnallen. So, Daniel ist weg. Waschanlage waren wir auch. Also ich glaube, wir haben alles jetzt hinter uns, oder? Wir haben ganz viel mitgenommen. Wir machen jetzt einen Coversong, aber man, das ist ja gut. Man hat eigene und man auch man covert mal was, finde ich. Beides, ja. Ist ja bei den Auftritten auch so. Ich mal wieder selbst mit mir kämpfe und du mit hineingerät. Vergesse ich, was es heißt, mich zu lenken. Obwohl du gerade vor mir stehst, mein Spiegelbild verändert sich, doch du schaust es dir nicht an. Du hältst mich auf, ich lass es an dir raus, obwohl du gar nichts dafür kannst. Lieb mich dann, wenn ich's nicht verdiene, mit all den Fehlern, die sonst niemand. War toll. Ja, okay, ich gehe. Du wolltest ja immer schon mal so ein Auto fahren. Ja, ne? Also, stimmt. Okay. Ja, gut. Juhu. So, hier bin ich. Auf los geht's los. Nadja wird gespannt sein, was ich jetzt hier noch aufspreche. Ich spreche was ganz Liebes. Liebe Nadja, du machst es so großartig. Niemand könnte das besser machen als du. Deswegen, natürlich bleibst du hier auf diesem Platz. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann eines Tages wieder. Ich habe dich ganz arg lieb. Du hast es richtig cool gemacht. Richtig cooles Ding hier. Bis bald.